Und ich sehe hier unten nichts, gar nichts. Es ist dunkel. Wundert euch nicht. Es ist scheiße. Da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Und hoch. Oh, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich es? Komm, bitte, 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 bitte. Ah! War das jetzt doof oder war das jetzt doof? Moin Moin, ihr Glabautermänner, hier ist wieder euer Skipper. Ja, und wir sind wieder bei Minecraft Alone unterwegs. Jetzt hatten wir einen Tag Pause von Minecraft Alone und hier läuft schon wieder ein Schaf rum. Das ist frei. Warum ist das frei? Oh, bitte, 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 schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, woran das liegt, dass mir hier ständig irgendwelche Viecher abhauen. Das geht mir ganz ehrlich ein bisschen auf den Sack, dass ich da immer meine Viecher schlachten muss. Aber okay, die haben es nicht anders gewollt. Von daher gehen meine Viecher jetzt drauf. So, wir haben Nacht, deswegen legen wir uns ganz kurz mal schnell schlafen. Jo, Minecraft Alone ist ja jetzt, die 7 Tage sind jetzt rum, wo wir jeden Tag eine Stunde gezockt haben. Jetzt, ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ist jetzt die große Frage. Da habe ich selber jetzt so direkt noch nicht so die Mega-Antwort da drauf. Von daher, wie machen wir weiter? Jetzt muss ich ja erstmal rauskommen, ohne dass mir die ganzen Viecher abhauen. Ja, ich habe mir so Gedanken gemacht und ja, ist eigentlich nicht wirklich so was dabei rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Spiel macht mir echt einfach Spaß. Also auch hier auf der Insel zu spielen, finde ich richtig cool. Und weil man hier halt alles nur so ein bisschen begrenzt hat. Wir haben da drüben jetzt richtig geile Bäume bekommen. Haben in diese Richtung da drüben ist die nächste Insel, die wir erkunden können und gucken, was da ist. Und ja, dann ist die große Frage, ist irgendwo hier in der Nähe irgendwo Festland, was wir dann irgendwann besiedeln können? Oder wie geht es hier allgemein weiter? Wir sind jetzt hier inzwischen schon so weit gekommen. Wir haben alle Viecher haben wir hier, mit denen wir spielen können. Also es ist eigentlich so krass viel, was diese Welt hier noch mitbringt, wo ich sage, aufhören möchte ich hier auf gar keinen Fall mit Minecraft Alone. Ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. Wie regelmäßig und wie lange... Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich will dich eigentlich nur scheren. Wie lange... Lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Auch jetzt, wie lang diese Folge jetzt wird. Ich habe keinen Dunst. Ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist mir gerade ein bisschen egal. Ich spiele jetzt einfach mal und wenn es eine Stunde wird, ne, wird es eine Stunde. Wenn es nicht so lange wird, dann ist es halt nicht so lange. Das ist jetzt mir persönlich eigentlich egal. Ich spiele jetzt einfach. So, und ja, ich habe auch so ein paar Sachen, die ich euch ganz gerne... Ach, da hinten müssen wir noch das Huhn schlachten. Jetzt ernten wir erstmal Karotten. Und dann sorgen wir erstmal für die Vermehrung. Es gibt was Neues. Und zwar bin ich seit vorgestern, gestern. Ob es denn vorgestern, vorvorgestern, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Bin ich aufmerksam gemacht worden vom Kassierer. Kassierer heißt er, ja. Auf, ja, ein, ist es ein Forum, was die Jungs da betreiben. Und das Forum geht halt darum, das sind junge YouTuber, kleine YouTuber vor allem, die sich da so ein bisschen versammeln und, ja, sich austauschen, Tipps austauschen, sich gegenseitig helfen. Und ja, da war ich jetzt so ein bisschen aktiv und habe da auch ein bisschen rumgeschrieben, so in dem Forum mein Wissen auch so ein bisschen mitgeteilt. Habe ja jetzt doch durch die ganze Zeit, die ich jetzt hier schon zocke, doch schon gewissermaßen ein bisschen Wissen zusammen und ein bisschen Erfahrung. Von daher, ja, habe ich mir einfach mal die Zeit genommen und da ein bisschen reingeschrieben. Das Ganze heißt Hartnetz, hartnetz.de. Ich werde das auch nochmal unten in die Beschreibung mit reinschreiben. Und
Ja, da, wenn ihr junge YouTuber seid und könnt ihr mal vorbeischauen. Da ist auch gerade so ein bisschen ein cooles Projekt. Also eigentlich sind es jetzt durch Zufall zwei Projekte geworden, die vielleicht da irgendwie stattfinden. Und ja, schaut einfach mal rein und ja, vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Und vielleicht könnt auch ihr ein bisschen davon profitieren. Ja. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen kleine Schafe. Weil dadurch, dass uns eins abgehauen ist, war das jetzt doof. So, Kühe können wir auch noch ein paar neue machen. So, haben wir jetzt alle. Müssten eigentlich. So, Karotten. Ihr lieben Schweinchen. Auch ihr bitte Liebe machen. Super. Ja, also schaut doch einfach mal in dem Forum vorbei. Vielleicht ist da was für euch dabei. Vielleicht könnt ihr euch da auch mit einbringen. Es gibt da die Hardnetz Connection. Also nein, eigentlich ist es eine Gemeinschaft. Da könnt ihr in dem Sinne beitreten. Das Ganze hat eine gewisse Ähnlichkeit von einem, ja, ich sag mal von einem Netzwerk. Ich nenne das jetzt mal, ich nenne das böse Wort jetzt Netzwerk. Ja, ist nicht Mediakraft oder so für Mediakraft und diese ganzen anderen Netzwerke sind wir YouTuber hier eh viel zu klein und viel zu uninteressant, weil, ja, das Problem ist halt, wir spielen ja hier das Spiel aus Spaß. Und nicht, um damit in erster Linie reich zu werden, die Kohle zu scheffeln oder sonst irgendwas. Und ja, aus diesem Grund sind wir ja uninteressant für diese ganz großen Netzwerke. Ja, aber das ist eine coole Möglichkeit, um sich einzubringen, um selber größer zu werden. Weil ich sag mal, das sollte eigentlich das Ziel hier von jedem YouTuber sein, eine größere Reichweite zu erzielen. Ja, da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht ist da ja was für euch dabei. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht für das Hardnetz. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen, was machen wir denn heute? Und zwar habe ich unter, ich weiß gar nicht mehr, unter welches Video war es denn? Da hat mir einer meiner Zuschauer, ich werde mal gucken, den Screen blende ich dann jetzt hier mal kurz ein, damit ihr das nochmal sehen könnt. Hat mir drauf geschrieben, ich soll doch so eine Baumfarm einfach auf eine Insel drauf machen. Ja, jetzt haben wir die Insel hier drüben und wir haben unsere Hauptinsel, wo wir gestartet sind, wo unser Haupthaus auch steht. Ja, hier habe ich ja, zu viel MMMMM, hier habe ich ja unser zukünftiges Baumhaus. Ich werde hier übrigens nichts mehr abreißen. Bin mir da absolut sicher, das bleibt alles genauso stehen. Und da wird ein Baumhaus da, ein kleines und da. Und da werden wir eine Brücke rüberbauen. Und überhaupt affengeil, rattenscharf. Hier werde ich dann noch ein bisschen Sand abtragen, damit wir hier noch ein bisschen mehr Erde bekommen. Damit ich hier vielleicht noch ein paar Bäume hinpflanzen kann. Das könnten wir heute machen. Hab ich Sandstein dabei? Ne, ich habe keinen Sandstein dabei. Ne, Sandstein habe ich nichts dabei. Ja. Und ich fand aber die Idee an für sich. Oh, hier ist Gras gewachsen. Fand ich an für sich richtig cool, dass wir auf eine Insel. Dass wir uns auf eine Insel breit machen und eine Insel als Baumfarm nehmen. So, jetzt habe ich mir nur überlegt, wir haben ja nur die Insel da drüben und da wissen wir noch nicht, was da genau ist. Und ich will die auch noch nicht erkunden. Ich will das für mich selber noch ein bisschen spannend machen, wie es da weitergeht, was da kommt. Von daher habe ich mir überlegt, ich gehe einfach jetzt hier so auf die Mitte von der Brücke und so, keine Ahnung, so die grobe Mitte und hier. So, da, zwei Felder breit und ja, ich baue, jetzt muss ich mir alles erstmal zurechtlegen, Eichenholzstufen brauchen wir dafür, nein, oh, fuck, scheiße, Mist, ah, ich habe jetzt gerade ohne Scheiß habe ich jetzt gerade 64 Eichenholzstufen ins Wasser geworfen. Leck mich am Arsch.
Und ich sehe hier unten nichts, gar nichts. Es ist dunkel. Wundert euch nicht. Es ist scheiße. Da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Und hoch. Oh, oh, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich es? Komm, bitte, 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 bitte. Ah! War das jetzt doof oder war das jetzt doof? Das war jetzt richtig doof, oder? Scheiße! Mist! Kacke, kacke, kacke! Das schaffe ich jetzt auch nicht nochmal. Da werde ich jetzt wieder ersaufen. Mist! Da unten liegt jetzt meine Spitzhacke, meine Axt, Diamantaxt. Scheiße. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn an das Zeug schnell ran, ohne dass es verschwindet? Ach, wir sterben schon wieder. Da ist unsere Axt. Unsere Spitzhacke. Oh, scheiße. Oh, kacke, 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 kacke. Leute, was mache ich denn jetzt? Wegen 64 Holzstufen habe ich jetzt gerade alles da unten am Boden verloren. Gibt es eine Möglichkeit? Ich habe noch keine Tränke, dass ich so einen Unterwassertrank habe oder so irgendwas. Schnell. Schnell rein ins Haus. Ich glaube, ich habe eine Idee. Boah, ich hoffe, dass das Zeug jetzt so lange... Ich weiß gar nicht, wie lange das da stehen bleibt. Bergbau, ich brauche dich. Sand, ja, Stein, alles her, was ich habe. Und schnell wieder raus. Und schnell. Und zwar werde ich mich jetzt unter Wasser... Boah, ja, das muss jetzt sein. So. Und zwar habe ich jetzt die Idee, dass ich mir jetzt... Boah, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Das haut auch nicht hin. Ich ersauf einfach zu schnell. Ich ersaufe einfach... Jetzt geht das nächste drauf. Ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Ich bin doch nur doof. Irgendwie mal näher ans Ufer ranbringen. Nee. Ich sag mal... das war jetzt ein Satz mit X. Das ist jetzt mal sowas von mega scheiße gelaufen. Aber, naja. Wie war das bekanntlich? Aus Fehlern lernt man. Und, ja. Das können wir hier wieder wegmachen. Weil ich erkläre das jetzt als verloren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr sagt, oh, Junge, das hättest du aber ganz einfach regeln können. Na hier, machst du Game Mode an und tauchst runter, ne? Nee, nix da, Game-Mode an. Gibt's nicht. Oh, kacke. So beginnt's ja richtig geil, weißt du? 7 Tage lief alles richtig gut. Und jetzt, hier sind wir dabei und, scheiße. Jetzt habe ich natürlich nur noch 7 Diamanten. Boah, jetzt muss ich ja alles neu machen, ey. Scheiße. So. Genau, Hauptsache Holzblock in die Ecke gesetzt. So, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche meine Diamanthacke. Dann brauche ich eine Axt. Dann habe ich nur noch einen Diamant übrig. Schön war's. So, wir brauchen natürlich... Ey, Leute, ich drehe noch durch. Naja, Fackeln habe ich jetzt genug. An Fackeln mangelt es mir nicht mehr.
Nein, die habe ich genug. So, Goldbarren hätte man noch da. Feuerstein. Hm. Holz ist natürlich jetzt auch alles weg. Das heißt, ich muss jetzt auch nochmal Holz farmen gehen. Scheiße. Lordolus-Ertrank. Schön. Ach, kacke, kacke. Boah, ihr wisst gar nicht, wie mich das jetzt gerade aufregt. Das regt mich jetzt so übelst auf, dass ich jetzt ganz gerne hier einfach im Dreieck hüpfen würde. Und fick dich rufen. Fick dich, fick dich! So, also. Das alles nur wegen 64 Holzstufen, Leute. 64 fucking Holzstufen, 32 Holzbretter. Das ist peinlich. Ja, ihr dürft mich jetzt auslachen in den Kommentaren. Ihr dürftet schreiben, was ein Idiot. Was macht ihr denn da? Ist der doof? Hat der nie was von Minecraft gehört? Kann der überhaupt spielen? Warum macht ihr hier Let's Plays? Ihr dürft jetzt alles raushauen. Ich hab's verdient. Ich sehe es ein. Leute, ich sehe es ein. Ich hab's verdient. Aber, ja, jetzt müssen wir hier hingehen und müssen uns, boah, noch ein bisschen Holz machen. Scheiße. Naja, hey, hat das ein gutes, ne? Wir haben eine ganz neue Axt und wir haben eine ganz neue Spitzhacke. Das heißt, wir müssen dann ganz dringend in einer der nächsten Folgen wieder in den Bergbau einsteigen. Ist klar, ne? Weil, naja. Unser Diamant ist jetzt ein bisschen wenig geworden. So, jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher, weil bevor wir jetzt hier wieder ersaufen. Weil ich muss ja jetzt raus aufs Wasser. Deswegen lasse ich jetzt hier einfach mal die Spitzhacke lasse ich hier. Die lasse ich hier. Das können wir zur Not mit der Hand abbauen. Den Apfel lasse ich jetzt auch hier. Die Stöcke bleiben auch hier. Fackeln nehmen wir sicherheitshalber mal mit. So, das war's. Mit mehr bewaffne ich mich jetzt gar nicht und gehe da jetzt raus. So. Weil jetzt kann ich im Wasser auch nicht mehr viel verlieren. Gerade meine Diamantsachen. Da muss ich jetzt übelst drauf aufpassen, dass da nichts passiert. Also wenn das am Land passiert, dass ich drauf gehe, okay, aber hier darf das nicht mehr passieren. So, jetzt bauen wir uns nämlich hier. Wobei, ich würde sagen, wir gehen gar nicht so weit raus. Das muss ja jetzt nicht ewig weit, aber ich will das schon so machen, dass wir hier so eine kleine eigene, ich nenne es jetzt mal Dreckinsel haben. Weil ich habe wahrscheinlich jetzt, ich habe den ganzen Dreck, habe ich alles auf dem Meeresboden versenkt. Also wie gesagt, ne, wenn ihr wisst, wie ich das hätte retten können, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich werde echt dankbar drüber, falls mir sowas nochmal passiert, weil es ist ja nun mal Fakt, ich arbeite ja hier. Jetzt muss ich gerade zählen, wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir mal auf 10, ne? 6, 7, 8, 9, 10. Und das Ganze machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier geht's weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt sind wir genau da angekommen. Jetzt muss ich noch mal kurz darüber. Wupp. Jetzt ja nicht runterfallen. Jetzt ja nicht runterfallen. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 und nochmal 10 in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ihr seht, was ich vorhab. Voll der schwebende Ausleger, den ich jetzt hier gebaut habe. Und dieser schwebende Ausleger wird dann komplett mit Erde gefüllt. Also gefüllt, ja. So gesehen gefüllt. So, jetzt sind wir gleich drüben. Super. So, jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich noch mit gewissermaßen Licht versorgen. Nicht, dass da noch ein Zombie oder das ähnliche meint, hier erscheinen zu müssen. So. Gut. So, jetzt müssen wir... ich will das Ganze natürlich aus sicherheitstaktischen Gründen... Ich stelle mich hier nochmal Fackeln auf, nur zur Sicherheit. Aus sicherheitstaktischen Gründen wird das Ganze natürlich eingezäumt, damit wir nicht wieder aus Versehen ins Wasser fallen. Das brauche ich definitiv nicht nochmal. So, ausgeleuchtet ist es. Jetzt brauchen wir Dreck. Also marschieren wir rüber. Ach, jetzt während ich hier auf Drecksuche gehe, habe ich noch so eine kleine News für euch. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich hier noch mit dem Account-Namen Lord Dollos spiele. Obwohl ihr bei Skipper HD seid. Wie kann das sein? Ich habe es, glaube ich, schon in gefühlten 100 Folgen erklärt. Scheiße. Gefühlte 100 Folgen habe ich das schon erklärt. Es hat was damit zu tun, dass... dieser Account, mit dem ich hier spiele, ja, schon 50 Jahre älter ist als die Idee, YouTube zu machen. So, jetzt nehmen wir uns Goldschaufeln. Jetzt müssen wir uns halt ein bisschen Dreck abbuddeln. Das muss halt jetzt sein. Ja, wie gesagt, die Idee ist schon wesentlich älter. Und aus diesem Grund, ja... bin ich... Nee, das lassen wir auch nochmal hier. Jetzt bin jetzt echt vorsichtig geworden. Aus diesem Grund habe ich halt hier noch den alten Account-Namen. Weißt du, jetzt muss man mal die richtige Tür nehmen. Jetzt nimmt man die falsche. Wir wollen in unseren Bergbau rein. Ja, aber ich habe ein paar Euros ausgegeben. Und habe mir einen zweiten Account gemacht. War mir hier unten schon irgendwo auf Erde gestoßen? Wisst ihr das noch? Ich nicht. Waren wir hier unten schon irgendwo auf Erde, die ich abbuddeln kann? Scheiße, ich glaube nicht. Nee, das ist alles Granit. Da ist Erde. Super. Ja, und zwar, der, da Skipper HD leider schon belegt war, musste ich zu einer Alternative greifen. Und zwar heißt der neue Account, mit dem ich dann in Zukunft spielen werde. Also immer wenn ich nicht gerade hier... ich verliere gerade voll... Boah, also die Schaufeln, die bringst du ja gar nicht. Die sind ja hier kein Cent wert. Das ist ja heftig. Ein bisschen gebuddelt, dann geht die Goldschaufel hier kaputt. Was ist das für ein Arsch? Das hätte ich ja lieber mit der Hand machen können. Das wäre jetzt das Gold nicht wert. Ich hätte lieber eine Rüstung draus gebaut oder so irgendwas. Ja, auf jeden Fall, da Skipper HD schon weg war, musste ich jetzt zu einer Alternative greifen. Boah, das war natürlich doof. Und ja, es heißt, mein neuer Nick heißt jetzt unterstrich Skipper HD unterstrich. Ach, scheiß drauf. Jetzt fick dich doch! Scheißspiele! Wo geht's denn hier raus? Mein Gott, ey! Warum geht denn heute hier alles schief? Erzähl's mir, Leute. Sagt doch mal was. Was ist denn heute los, hä? Ich bin Essen nicht aufgegessen. War ich böse? Nikolaus ist doch noch gar nicht. Dass ich eins mit der Route bekomme. Ach, alles doof.
Ja, so ist das. Ja, also Skipper Unterstrich. Nee, Unterstrich Skipper HD Unterstrich. Also Multitasking, Leute, da gab es immer dieses Gerücht, Männer wären nicht multitaskingfähig. Ich bin's gerade nicht. Ich habe gerade echtes volles Problem, multitaskingfähig zu sein. Warum auch immer. So. Aber jetzt haben wir Erde. Und mit dieser Erde gehen wir jetzt raus. Und ich weiß gar nicht. Normalerweise dürfte es eigentlich gar nicht reichen, ne? 10 mal 10. Das reicht hinten und vorne nicht. Aber okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das geht auf jeden Fall so, wie ich das vorhabe. Jetzt werden die ersten sagen, das war klar, dass es geht. Aber nein, ich hatte echt Bedenken, dass es nicht geht. Aber jetzt bauen wir uns hier unsere eigene Plantage. Mitten so übers Wasser. Geil finde ich das hier mit dem Schatten. Ne? Seht ihr so, wow, da geht er lang. Keine Erde mehr runter ins Wasser fallen, da liegt genug. Da liegen bei weitem genug Gegenstände. Das ist schon wow. Voll deprimierend, ey. Mega deprimierend. Hammer, mega, übelst hardcore deprimierend ist das. So, also ihr seht, wir müssen da noch einen ganzen Berg an Erde. Wir hatten ja genug. Ist ja nicht so, dass wir, ne, Erdmangel hatten. Ne? Ist nicht so. Es ist jetzt so, dass wir einen gewissen Erdmangel haben. Oh, und jetzt, bin bei einer halben Stunde angekommen. Das heißt, jetzt ist natürlich auch noch mein Fraps übelst am Ablecken. Ihr seht schon, da passiert jetzt gerade gar nichts wirklich. Jetzt gebe ich dem Spiel mal gerade 2 Sekunden Zeit, weil manchmal ist es einfach so, dass im Hintergrund irgendein Programm meint, sich melden zu müssen und sagt, hallo, du nimmst mir zu viel auf oder ich will auch mal ein bisschen Arbeitsspeicher haben. Aber das scheint jetzt gerade echt nicht besser zu werden. Boah, das laggt wie die Hölle. Aber es ist echt komisch, ne? Immer so fängt so an, ab ungefähr einer halben Stunde, wo dann hier das Spiel meint, ablecken zu müssen. Aber gut, ich sag mal, eine halbe Stunde Spielzeit ist jetzt natürlich auch schon gut. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt hier, ne? Wir haben jetzt hier unseren Steg, wir haben einen Haufen Scheiße erlebt. Aber ich finde das geil, ihr seht das jetzt in dem Video mit Sicherheit, wie so unser Sternenhimmel so ruck, tack, tack, tack nach oben geht. Voll übel. Und das Minecraft fängt sich jetzt nicht mehr. Ja gut, ist auch entschuldigt, weil ich habe im Moment wirklich einen Haufen Fenster offen. Ja, dann machen wir jetzt hier doch einfach erstmal Schluss für die 8. Folge von Minecraft Alone. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Schaut mal beim Hartnetz vorbei. Schreibt mal ein bisschen was ins Forum. Schreibt mir hier in die Kommentare. Vergesst euren Daumen hoch nicht. Vergesst das Abo nicht. Das ist für euch kostenlos. Muss ich noch irgendwas sagen? Nö, das war's eigentlich. Freut euch auf die nächste Folge. Ach so, eine Sache. Es ruckelt ja hier eh. Das heißt, ich kann euch das ganz kurz noch erzählen. Und zwar, wenn ihr Lust und Laune habt, dass ich diese Map, also soweit wie ich jetzt spiele, zwar nächsten Monat werde ich wahrscheinlich einen öffentlichen Server aufmachen. Und also das ist noch in Planung, ne? Also das ist noch nichts Handfestes, aber ich spiele da mit dem Gedanken und da will ich so mit ein paar Leuten halt da drauf zocken und es ist die Frage, ob ich eine neue Map anfange oder ob ich hingehe und das, was ich bis jetzt hier habe, so als Grundbasis nehme und mit noch ein paar anderen Leuten die Map zusammenspiele. Also das ist so von mir eine Überlegung. Ha, ist. Der PC hat sich ausgekotzt. Es läuft wieder ruckelfrei. Oh, ist das schön. Ja, also, das ist so auf jeden Fall eine Sache, wo ihr mal dazu schreiben könnt. Wenn ihr selber Minecraft-LPR seid, dann, ja, schreibt mir doch einfach mal,
unten in die Kommentare, ob ihr Bock hättet, an so etwas, an so einem Projekt mitzumachen. Also, das würde mich freuen, weil dann weiß ich schon mal, dass ich vielleicht ein paar Leute habe, die da mitmachen würden. So, unsere Baumfarm hätten wir dann jetzt hier dann auch schon gemacht. Das heißt, wir kriegen doch noch einen flüssigen Abschluss. Ah, ist das schön. Ja, also übrigens, in dem Forum vom Hartnetz behandle ich jetzt auch, habe ich jetzt gerade heute, gestern habe ich das geschrieben, zum Thema Fraps, schwarze Löcher. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Schaut einfach rein. Die Lösung steht da drin. Ja, ansonsten, lang genug gebabbelt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hab jetzt genug erzählt, was ihr alles machen sollt. Wir sind jetzt bei knapp einer halben Stunde. Also in diesem Sinne, euer Skipper ist raus und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.